Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Draw Fortress. So, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was wir jetzt als aktuelles Projekt vielleicht machen könnten. Die braunen Klamotten und so weiter. Bäh, 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 bäh. Immer diese unzufriedenen Zwergele. Das kann doch mal nicht sein. Und zwar, wir haben relativ viel Review-Stuff hier rumflacken. Zeug, was wir einfach wegschmeißen müssen. Und einer der größeren Probleme, die wir haben, ist Transport. Und eine unserer Review-Stockpile ist hier relativ weit unten. Auf minus 51. Und einer meiner Gedanken wäre, warum machen wir das nicht so, dass wir einfach hier einen Kanal runterlaufen lassen, wo die ganzen Refuses einfach runtergeschmissen werden. Da müssen die da gar nicht laufen. Also das wäre, glaube ich, eine Methode, die vielleicht gar nicht mal so dämlich wäre. Und dann wären die Sachen nicht weg, für den Fall, dass wir da irgendwie mal was bauen wollen. Und ja, das wäre so die generelle Idee. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Channel runter. Gehe natürlich hier durch. Was natürlich nicht ganz so optimal ist. Dann machen wir hier das. Machen wir das hier weg. So. Gut. Die H. Moment. Die H, nicht die B, ne? Die B ist was anderes. Die sind schrecklicher. So, und hier mache ich mal eine Ebene Zwischenraum, weil sonst sind die so dämlich und graben runter und fallen irgendwo hin. Nicht so ganz optimal von dem, was ich suche. Dann mache ich hier mal einen Gang rein und hier eine direkte Verbindung. Hier würde ich dann so eine Brücke oder sowas hinmachen. Und ja, wenn die Brücke dann da, dann können die da das ganze Zeug drauf lagern. Das wird so eine Dumping Zone. Und dann lasse ich das Zeug einfach runterfallen. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste und Einfachste zu lösen. Naja, aber ich glaube, unsere Miner sind erstmal damit beschäftigt, hier die ganzen Wohnungen auszuheben. So. Dann wäre auch mal eine interessante Überlegung, wenn wir mal hier so um uns her schauen, was wir mit dem ganzen Holz machen. Ist doch ein bisschen viel, ne? Aber was halt eben auch das Problem ist, dass es besonders viel zu transportieren. Ja. Yeah. Wir könnten an unserer Festung weiterbauen, über kurz oder lang. Und ich wollte noch mal nachgucken, warum gehen die Leute hier nicht zum Fischen? Das ist ja eigentlich Straight Access dazu. Naja, auf jeden Fall, es pritschelt das Wasser wieder ganz gemütlich runter. Es läuft nicht ganz so schnell ab, wie ich erhofft habe, muss ich ehrlich sein. Das muss wohl an den Biegungen liegen. Ja. Da sollte man wieder dick in den Deckel dicht machen. Was war das nochmal? Genau, war das hier? Höheneingang. Und hier Brimstone Lever, das muss der richtige sein. Habe ich immer noch nicht benannt, sollte ich mal tun. Dusche. Gut. Okay. Ich frage mich ja persönlich immer noch, was mit unseren lieben Kameraden passiert ist, die unterwegs sind, um die Elfenproblematik zu lösen. Aber, da scheint nicht ganz so zu laufen. Vor allem, die laufen schon eine ganze Weile umher, ohne tatsächlich mal wieder anzukommen. Sie sind aber von Draw Fortress noch nicht als tot bemerkt. Sind die gefangen genommen worden? Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sein. Und daher würde ich mich mal kurz gucken. Superior Gems ist ja unsere neue, die wir hier gerade dafür einrichten. Aber warum trainieren die eigentlich nicht? Ach, ich habe hier noch keine Baracken festgelegt. So, die Superior Gems. QTI. So. Dann müssten wir noch gucken mit den Superior Gems. Die müssten ja hier dann auch als aktiv geschalten werden. So. Es sind auch ein Haufen Zwerge unzufrieden. Ich vermute mal mitunter auch an dem Essen, weil wir halt relativ basic Stuff machen. Lass mal kurz in die Kitchen gucken. Wir haben einen Haufen Caveweed, wir haben einen Haufen Pigtails. Haben aber keine wirklichen Plump Hamels mehr.
Aber wir haben halt 200 Plump-Hammel-Spawns. Was halt auch nicht gerade wenig ist. By the way, warum haben wir eigentlich keinen Plump-Hammel mehr angebaut? Irgendwie so das Gefühl, dass wir gar keinen Plump-Hammel angebauen. Cavefood, ja. Irgendwas ist dann nicht ganz chill. Ach. Wir haben hier Bäume abgerissen. Ja, so ein Scheiß. Stimmt, das war ja was. Okay, also. Wir haben nämlich hier Bäume über dem Feld abgerissen. Und Plump Hammels sind ja Dinge, die ja unterirdisch wachsen. Und nachdem wir die Bäume weggerissen haben, haben wir jetzt Löcher in den Boden gerissen. Und diese Löcher scheinen Licht auf unsere Pflanzen und unsere Pflanzen gehen dabei ein. Nice. C5-Wall. Darf ich das mal so behaupten? Ja, C5-Wall. Okay, haben wir sonst noch irgendwo Löcher? Wenn ihr was seht, dort schreit, ne? sieht nicht danach aus. Ne. Ich glaube, das waren alle. Gut, das heißt, wir müssen einer der Felder ummodellieren. Hier kommen dann Plump Helmets hin. Was ist eine Zwergenfestung ohne Plump Helmets, ne? Katastrophe. Absolut unverantwortlich. Oh Mann. So, ein weiteres Ding, was ich mir jetzt persönlich mal langsam mal wünschen würde, wäre, wenn wir die Möglichkeit hätten, mal einen Lava-Access zu bekommen. Aber wie gesagt, eine unserer größten Probleme ist, dass wir nun ja nicht genug Workforce haben. Was so ein bisschen stressig ist. By the way, ich habe ja Lawful Good, letzten Part, den Job eines Mason zugewiesen. Ich hätte aber gerne, dass du was anders machst. Mir ist nämlich zwischendrin noch gekommen, was dir vielleicht besser stehen würde. Dazu schmeiße ich halt einfach mal all deine Jobs raus. Du bist jetzt meiner Lawful Good. Weil dieses ganze Store-Item-Stockpile ist zwar relevant für die Festung gerade, weil wir einen Haufen davon an Aufträgen haben, aber unterm Strich... wir brauchen auch die anderen Arbeiten. Ich spiele ja gerade privat wieder Frostpunk. Und da ist das ein tatsächliches Problem momentan, dass ich mich erstmal wieder reinfinden muss in die ganze Sache. Und einer der Punkte, die ich regelmäßig habe, wenn ich die Main Story durchspiele, ich kann diese ganzen schwierigen Freisachen noch machen, aber wenn ich dann tatsächlich mir wieder die Hauptkampagne mit antun muss, dann mein riesiges Problem ist, dass ich nicht genug Arbeit davor habe. Ich habe viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Leute. Kann das sein, dass du momentan keine Picke hast? Da können wir was dagegen tun. Dann nehmen wir mal Other Objects. Machen wir die mal. Was haben wir eigentlich auf Stock? Stocks. Bars. Was haben wir gerade in groß? Wir haben viel Iron, was schön ist. Haben aber auch viel Kupfer. Wir haben ein bisschen Stahl. Machen wir mal eine Iron Pickaxe. Other Objects aus Iron. Das sind nicht Tools. Furniture, Siege Equipment, Trap Control, Metal Clothing, Weapons Ammunition. Ist das da Weapons mit dabei? Crossbow Pick, tatsächlich, da ist eine. So. Das ist jetzt persönlich ein bisschen ärgerlich, dass das letzte Mal die. Jetzt habe ich gerade gedacht, was war denn das jetzt? Dafür schwamm mal. Aber das ist in Ordnung. Dass die Händler uns halt eben verlassen haben. War ein bisschen arg stressig und nervig. Aber so ist es halt. So.
Du machst hier gerade dich an die Picke. Was bist denn du für einer? Du bist ein Talented Weaponsmith. Das ist schön zu hören. Mhm. Gucken wir mal nach Lorfogurt. So. Du dürftest es gleich merken. Ey, du, der Schmied hat dein Werkzeug gemacht. Mach mal dich daran. Ne? Wäre jetzt mal interessant zu wissen, was das Werkzeug, also welches Material des Werkzeugs, sich auf die Mine-Geschwindigkeit verändert. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Miner anstatt ein Kupfer-Pickaxe eine Stahl-Pickaxe hat, wäre das doch interessant zu wissen, was das für einen tatsächlichen Speed-Unterschied macht oder ob das überhaupt einen Unterschied macht. Hm. Cave up downstairs. Nice. Er tut seinen Job. Mhm. Aber er braucht ziemlich lange dafür. Klar, hat aber gerade erst angefangen, ne? Kann ich Kevada und Mute? Kann ich die andere Werkzeuge geben? Hemdvest. Wo hast denn du dein Werkzeug? Du carvst die Wand mit deinen bloßen Händen raus, ne? Achso, eine Kupferpicke hast du. Wenn ich jetzt dir... Kann ich da irgendwie mit interagieren? Melt for bit. Das heißt, ich bin jetzt mal neugierig. Wir verfolgen jetzt mal Mute eine Weile. Und ich gebe mal kurz noch was anderes in Auftrag. Wo haben wir es denn, die Schmiede? Genau, wir machen nochmal zwei Iron Pickaxe. Oder machen wir mal aus Stahl. Weil das dürfte theoretisch den größten Unterschied machen. Iron Pick, Steel Pick. So. Sollte theoretisch den größten Unterschied machen. Na, wo ist er denn? Mute! Wo bist du? Da bist du. Gucken wir mal, was das jetzt hier... Also er ist an sich schon relativ fix. Braucht vielleicht ein oder zwei Sekunden dafür. Und dann verbieten wir ihm mal seine Kupferspitzacke. Und geben ihm dann mal eine Steel Pickaxe. Und gucken mal nach, was das dann für einen Unterschied macht. By the way, ich muss noch ein paar Bins in Auftrag geben. Wooden Bin. Da gibt mal 50 in Auftrag. So, die Picke ist auch schon in der Mache. By the way, wie viel Stahl hast du dafür gebraucht? Eine Stahlbar. Gut, das ist gut. Das ist nicht viel. By the way, Qualität ist dann nachher. Mit mir nachher noch angucken, was dann die Qualität von dem von der Pickaxe ist. Mhm. Ich muss dann bei den Finish Goods auch noch gucken, ob ich das nicht irgendwie mit den Bins dann noch... Ah, das ist gar nicht mal so eine schlechte. So. Dann gucke ich mal nach Mute. Gib mir mal deine Kupferspitzhacke und verbitt die mal. Dann folgen wir dir mal. Du arbeitest mit der weiter. Obwohl sie verboten ist. Ha! Nee, du arbeitest damit weiter. Okay, Mute, dann mache ich mal das andersrum. Dann zwinge ich dich mal dazu, deinen Job niederzulegen. So, jetzt hast du die Spitzhacke liegen lassen. Und jetzt nimmst du mal den neuen Job auf. Ich habe dir den wieder zugewiesen. Jetzt machst du wahrscheinlich nur, gehst du noch so schnell hin, wo du gemeint hast, hinzugehen. Jetzt pickupst du Equipment.
hoffentlich nicht wieder die Kupfer, aber die sollte ja verboten sein. Da. Jetzt holt er sich die Stahl. Mew, du hast jetzt eine Stahlspitzhacke. Jo, hast du? Dann gucken wir mal, ob es jetzt irgendwie von der Geschwindigkeit groß Unterschied macht. Ich habe jetzt nicht empirisch gemessen. Aber es ist eine Verbesserung. Aber auch nur gefühlt. Was macht das für einen Unterschied, was der für eine Spitzhacke hat? Schade, dieses Experiment ist nicht ganz so geil gelungen. Mit nicht so geilen Ergebnissen wie erhofft. Ist das vielleicht anderes Material, was wichtig ist? Vielleicht wie bei Spitzhacke kann ja sein, dass es Masse interessanter ist. Ja, er ist nicht besonders viel schneller als als Kivada. Okay, also das beschleunigt nicht das Verhalten. Jetzt wäre vielleicht noch interessant, wenn wir jetzt von Wheelbarrows zum Beispiel reden, was das Material bei Wheelbarrows für einen Unterschied macht. Also ich vermute mal stark, dass Wheelbarrows, die schwer sind, auch schwerer zu transportieren sind. Also das ist ja auch bei Cages und den ganzen Kram auch so, wenn du die aus Blei machst, dann sind die Zwerge damit recht langsam. Es stellt sich ja die Frage, wie viel langsamer ein höheres Fassungsvolumen tatsächlich, wie soll man es sagen, verbessert. Also wenn wir jetzt sagen können, ja, du bist zwar 10% langsamer, aber du kannst ja dafür halt mit 3 Gegenstände mehr fassen, was bei einem Wheelbarrow ein Haufen ist, vor allem wenn man Steine betrachtet, dann wäre das schon ziemlich geil oder sowas. Ne? Aber ich vermute mal nicht, dass es 3 ist, das wird wahrscheinlich einer oder so sein. Wenn überhaupt. Naja. Hier sind die Klamotten drin und dann hier haben wir auch Bins in Auftrag geben, also akzeptiert. Die Carpenters sind zwar am Bins machen. By the way, warum sind das bei denen alles so clustert? Die sind alles voller Betten. Aber warum liegt denn hier eigentlich so viel Refuse herum? Say Water Buffalo Corpse. Corpsey? Was machst du schon wieder? Du hast doch einen Job. Hier, butcher mal the animal. Das ist eigentlich auch mal ein Thema. Wir könnten eigentlich auch mal unsere Tiere einfach, die wir nicht brauchen, einfach mal radikal dezimieren. Und ja. Wir könnten ja mal gucken, ob wir nicht irgendwo einen Refuse-Stockpile hier so als Zwischenlager machen. There's a dork throwing a tantrum. Not again! A Speardraft um 3 noch. Also der ist hier unten in der Höhle, da ist er mir ehrlich gesagt relativ wurscht. Muss ich ehrlich sein. Ja, das ist nämlich auch ein Thema. Wir sollten eigentlich mal die Höhle verlassen. Ich glaube, die Zwerge sind dann nicht ganz so glücklich, da unten zu sein. Vor allem hier liegen auch viele Leichen rum und auch viel Refuse. Und ich glaube, das ist einer der Probleme davon, die wir haben. Was ist das? Das wird jetzt gleich mal wieder etwas laut. Ich mach mal kurz dafür das Soundset mal aus. Das wird jetzt gleich laut. Ja. Alarm. Alarm. Okay. Instant wird Draw Fortress langsamer. Okay. Ja. Draw Fortress würde schreien jetzt die ganze Zeit. Okay.
bist ein Sword Dwarf, der aber nicht zu uns gehört. Monster Slayer, genau. Und dann tue ich mal die ganzen Zwerge hier in die innere Festung mit rein. Wir könnten eigentlich mal gucken mit dem Burrows. Innen. Definiert das alles als innen. Interessant. Ja, das ist nicht definiert als innen. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Da. Da. Das Reis, also unsere Felder sind auch nicht definiert als innen. Das ist ein bisschen komisch. Wie alt ist der Burrow? So, dann fangen wir mal das hier mit ein. Die Kinders haben auch Angst. Die gehen da alle nicht raus. Hier, geht mal wieder zurück in eure Daycare. Arbeitet. Arbeiten, arbeiten. Na? Stop poking me. Gab's auch so ein Klassiker. Weltberühmte Zitate. So. Das ist auch noch relevant. Okay. Das ist auch nur so ein vorübergehendes Burrow gewesen wahrscheinlich. Ich glaube, das war noch irgendwie so aus einer Zwangsgeschichte heraus. So. So, hier können dann zumindest die Miner wieder arbeiten. So. Aber jetzt müssen die Leute aus den Höhlen raus. Weil wenn die Höhlen dann halt eben wieder leer von Leuten sind, kann ich die abschließen und dann hören die auf, die Refuses mit einzusammeln. Da werden jetzt zwar die ganzen Monster-Slayer draufgehen. Alter, schaut euch das da unten an. Ah, herrlich, schaut euch das an hier. Draw Fortress geht mal wieder ab wie ein Schnitzel. Da traut man sich gar nicht, wieder Soundsets anzumachen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt die Monster-Slayer da drin lassen und halt eben keinen Zugang gewähren, dann werden die halt da drin sterben. Ja, werden sie tun, aber wir müssen die ganzen Refuse-Stockpile leer. Also wir müssen das aufhören, diesen ganzen Refuse-Transport. Ich weiß, ich hätte jetzt eigentlich auch das ganze Refuse da verbinden können oder beziehungsweise auch einfach den ganzen Kram halt eben. Das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, dass ich das einfach verbinde anstatt. Aber das. Ich glaube, das wäre eine einfachere Lösung. Finde ich nicht. By the way, dieses Loch hier, es geht runter bis zur nächsten Höhlenebene. Interessant. Könnte das auch einfach verbinden. Dann müssten die Leute nicht sterben. Bin ich so faul? Oh Gott, hier ist weltbewegende Fragen. Ich verbitte es jetzt einfach mal. Nicht dumpen, sondern verbitt. Und schauen wir mal, was passiert. So. Verbinden wir jetzt erstmal den ganzen Kram hier. Ja, dann liegen die ganzen Refuses hier herum. Dann entverbinde ich mal den Kram hier, weil den wollen wir haben. Beziehungsweise wollen wir dann auch mit bearbeiten. Damit ist das Claim. So. Den wollen wir uns ja beschäftigen. Kann ich auch Brücken verbinden? Tatsächlich, ich kann Brücken verbinden. So, dann mache ich mal den Alarm aus. Schalte Draw das Soundsense wieder ein. Okay. Zwerge laufen wieder rum. Keine Musik. Ah, gut. Dann gucken wir mal die Jobliste. Da sind immer noch relativ viele Refuse-Stockpile-Sachen herum. Aber nicht mehr so viele wie vorher. Und der Rest ist dann jetzt Construct Building. Wovon ein Haufen suspended ist. Ich glaube, das war eine gar nicht so schlechte Aktion. Das einfach zu verbinden. Dann laufen die nicht mehr so rum wie irre.
Was genau ist eigentlich noch alles unter Construct Building? Ah, ich meine, das ist das hier alles wahrscheinlich dann noch, ne? Ah, ja, stimmt, da war ja was. Aber schön, die neuen Quartiere sind fast fertig. Sehr schön, unsere Miner sind am Werkeln wie Sau. Das ist schön zu hören. Schön zu sehen. Fortschritt. I like it. Ist das hier unser Lore for Good? Ja, unser Lore for Good. Hat mittlerweile ist auch Miner. Ist ein Novice Miner. Sehr nice. Unser ehrlicher Zwerg. Integrity Mining. Aber. Oh, Spice must flow. Warum macht ihr da so komische Pausen? Oh man. South Park. Oh man. Die Jungs machen auch immer wieder einen Shit nach dem anderen, ne? Aber gut, weißt du was? Ich mache heute mal früher Feierabend aus dem super einfachen Grund. Ich muss jetzt nämlich in der nächsten Zeit ein bisschen Vorrat aufnehmen, denn bei mir sind wieder Prüfungszeiten. Yeah! Ugh. Es ist nicht mehr lang. Ich muss das vielleicht noch zweimal machen. Also mit diesem Mal einbegriffen. Wenn alles gut läuft, ist das alles, was ich dann noch machen muss. Dann gibt es bei mir keine Prüfungszeiten mehr. Dann gibt es nur noch normalen Wahnsinn. Ja, ich hoffe mal, dass es euch soweit gefallen hat. Ich werde jetzt mal Draft allgemein ein bisschen kürzer halten. Die haben heute wieder etwas länger gemacht, aber ich gucke mal, dass ich es auf 20 Minuten für den Zeitpunkt der Prüfungen runter reduziere, damit ich halt eben das nachmachen kann, also schaffen kann, weil jetzt kommt nämlich Weihnachten auf uns zu, kommt Silvester auf uns zu, meine Prüfungszeiten im Allgemeinen, ich muss jetzt einen ganzen Haufen im Vorrat aufnehmen, damit ich halt normal arbeiten kann und ihr bei euer Zeug habt. Gut, dann würde ich aber mal sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Draft Fortress. Fertig, gut!